da musste ich mal ganz schnell hochgehen, musste da schnell was klären. So, wir machen weiter. Und zwar war dabei diese Blumen. Ich glaube, viermal die Ohren habe ich mitgenommen, weil ich dachte, ich glaube, Deutschland spielt ja dieses Jahr. Und ich fand die so witzig. Und ja, für das Geld dachte ich, da kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich die hier gefunden. Das sind so... hier steht Bastelfiguren drauf. Das sind so Schmetterlinge. Ich glaube, da hat man mal den Schnäppchenpreis abgekratzt. Aber im Endeffekt ist mir das egal. Ich kannte die nicht. Dann habe ich hier solche Engelchen gefunden. Ach, hier habe ich doch noch mal ein paar Mäuschen. Dann habe ich noch mal ein paar Engelchen. Die muss ich zur Seite packen. Die kriegt halt, wie gesagt, die Oma. Die mag die sehr. Dann hier solche anderen Holzelemente. Und diese Holzelemente. Dann habe ich... Ach, da sehe ich sogar die 50 Cent. Guckt mal. Da einmal dieses hier, so ein kleines Notizbuch und eins mit den Herzchen. Das wird die Omi kriegen und das wird der Zwerg oben kriegen. Dann kann der da immer was reinschreiben. Dann habe ich ganz viele Armbänder gefunden. Dachte ich, ne, die kann man auch mitnehmen. Ob man nachher sagt, man zieht die so an oder man benutzt die Perlen für irgendwas. Dachte ich, die sind ja cool. Also die auf jeden Fall. Dann habe ich hier nochmal Engel. Dann habe ich, das habe ich irgendwo abgemacht, die fand ich so witzig. Kennt ihr die noch? Die Schnuller? Früher hatten wir ganz viele davon. Ich habe irgendwo noch eine Tüte. Ah, ich habe sie geliebt. Gab es sie nachher in ganz vielen verschiedenen Formen. Hier noch einmal Schmetterlinge und so ein Schlüsselanhänger. Und dann habe ich hier, wartet mal, eine Tüte mit Geschenktüten. Dann haben wir erstmal das noch. Wartet, alles andere nehme ich noch raus. Dann habe ich die hier gefunden. Die kann man so dekorieren und draußen festmachen. Ich glaube, hier habe ich noch ein anderes. Dann habe ich die Sterne. Da musste ich ein bisschen aufpassen. Die sind hier oben offen. Die glitzern nämlich sehr, sehr stark. Hier ist zum Beispiel noch der Preis dran. Die sind von 2019. Dann habe ich... Hier ist auch noch irgendwas zum Aufschreiben, habe ich gedacht, das ist ganz cool, weil das so schön dicke Linie ist. Und dann habe ich hier Sticker gefunden und dann hatte ich die Tüte mir befüllt. Und hier sind dann verschiedene andere Geschenktüten drin. Die habe ich mir auch rausgesucht. Wartet mal, ich mache mal ein wenig weg, wenn es nicht alleine flüchtet. Wartet mal. Mal ganz schnell nehmen, weil hätte ich ja eben eigentlich schon mal wegräumen können, wo ich hochgegangen bin, aber ja, dann wie das dann halt nicht alles immer so klappen soll, wie es klappen soll. So, aber dann werde ich nachher schön wegsortieren. Stell mal den mal dahin. Dann habe ich so eine große Mappe gefunden, die fand ich echt cool, mit so einem gelben Quietscheentchen drauf. Da habe ich was reingelegt, damit mir die Sachen nicht kaputt gehen. Da habe ich halt diese Anhänger nochmal, bleib schön hinter mir. Da wird die Oma und die Omi einbekommen. Dann habe ich hier so Glücksblätter. Die fand ich ganz cool. Sind zwar nur dreiblättrig, aber ist ja egal. Dann diese Blöcke. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Habe ich, glaube ich, schon mal für 10 Cent gekauft. Und dann habe ich, ne, beim Notieren, Schreiben, alles Mögliche dafür, das geht immer. Da habe ich 2 gefunden in A5. Zum Notieren hoch. Und der andere. So. Jetzt muss ich mal gucken. War da noch was bei? Nee, ich glaube, das war so gesehen alles für 5 Euro. Dann war ich an einem Stand. Der hat gesagt, jedes Buch 1 Euro. Und dann habe ich ein bisschen zugegriffen, weil die Bücher aussehen wie neu. Ich sag mal, hier ist ein bisschen die Ecke eingedrückt. Aber wenn ich überlege, das Buch hat mal 13 Euro gekostet und wir machen irgendein Mädel damit glücklich. Also da denke ich, kann man nichts verkehrt machen. Dann habe ich hier dieses mitgenommen. Das ist nichts dran, ne? Dann habe ich Leserabe mitgenommen. Das ist eigentlich 2. Klasse. Da habe ich schon mal gedacht, das werden wir einfach mal lesen. Das kostet einfach mal 8 Euro. Dann fand ich witzig das hier. Heldenschule, Stinkesocken auf 12 Uhr. Das war auch hier mal 11 Euro.
bezahlt habe ich je 1 Euro. Und ich kann lesen lustige Geschichten zum Erstlesen. Ja, das ist überklebt. Also ich glaube, das war bestimmt auch mal 10 Euro. Und es ist halt neu. Es ist nichts dran. Es steht nichts drin. Also unfassbar cool. So, und dann habe ich, eigentlich darf ich es nicht zeigen, aber ich zeige es, dieses noch bekommen. Zusammen habe ich jetzt 5 Euro bezahlt, also 5 Bücher und dieses hier. Und ich habe mich sehr drüber gefreut, weil damit mache ich jemanden glücklich. Ne Steffi! Ja, dann wollte ich euch noch zeigen, an dem Stand, wo ich die Überraschungstüte gekauft habe, die war total lieb. Und sagte hier, ich wollte dir noch was geben. Und hat mir, wartet, ich muss ein bisschen schön machen, so ein kleines süßes Osternest gegeben. Da war noch ein gekochtes Ei drin, das habe ich im Kühlschrank. Und es war ein Schoko-Lolli, nicht Löffel, Lolli drin. Den hat der Zwerg natürlich schon gegessen. Da ist der Rest davon. Ja, also dafür vielen, vielen Dank, habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann waren wir an einem Stand, da gab es Lego. Da hat der Zwerg sich 2 Autos ausgesucht zu je 10 Euro, beziehungsweise waren, glaube ich, nachher 3. Und so ein Sandbuggy haben wir natürlich schon oben, wurde auch schon einmal zerlegt. Und dann hatte er dieses Set noch da. Das habe ich mir gegönnt. Da hat er gesagt, das ist noch nagelneu. Sag ich, das ist super. Dafür habe ich jetzt 8 Euro bezahlt. Ich fand total cool dieses Eis und diesen Leuchtturm. Aber nicht zu vergessen, die anderen Figuren kann man auch alle mitmachen. Wenn ich jetzt in den Lego-Store gehe und kaufe mir die Teile einzeln oder ich kaufe irgendein Set, bezahle ich viel, viel mehr. Ich glaube, das Set haben wir jetzt für knapp das Doppelte, ich glaube 14 Euro inklusive Versand gesehen. Ich glaube 10 Euro ohne Versand, aber überall kam noch Versand zu. Also so gesehen, also für 8 Euro ein sehr guter Preis. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Da, wo wir die Klamotten gekauft haben, hier dieses Gelbe da, die hatte auch für 50 Cent, die habe ich jetzt für Karneval mal mitgenommen. Und zwar sind das hier irgendwelche Mäntel. Blues Homes, hier, Herrenmantel. Das fand ich cool, davon habe ich 2 Stück. Und ich dachte, manchmal braucht man sich das mit irgendeiner Kleinigkeit einfach nur aufpeppen und dann hat man das. Dann hat man das, was man, ne, möchte. Ach, hier ist noch eine Hose drin. Ach, die habe ich noch gar nicht anprobiert, seht ihr? Hier, schaut da ist zum Beispiel so eine Hose. Total cool. Nicht ausgelatscht, nichts. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Marke ist. Davon habe ich auch die Kleider. Und ja, sehr gepflegt, sauber, sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, ich bin dann nochmal der Wascher. Dann war ich bei meiner Legami-Maus. Mein Legami-Maus kann man nicht sagen, aber mein Legami-Dealer. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass sie da waren. Wartet mal, ich habe irgendwo, da ist noch eine Tüte. Ich hatte nämlich noch was in meiner Handtasche. Das habe ich vergessen rauszunehmen. Und das möchte ich euch natürlich raschel nicht vorenthalten. Und zwar habe ich, bevor wir die Legami-Sachen machen, einen Adapterstecker fürs Antennenkabel. Davon habe ich 2 mitgenommen. Dann gab es hier so eine Tüte mit Magneten. Dann habe ich erst gelesen, Borussia Mönchengladbach. Ich so, Aber ich habe jetzt festgestellt, das sind alles unterschiedliche. Das fand ich richtig cool. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, diese. Und dann habe ich einmal Etiketten mitgenommen. Bei dem gab es, warte, ich sage euch gleich, was ich zusammen bezahlt habe. Da habe ich die Replay-Jacke her und dieses Damenbustier-Oberteil. Also das. Warte mal, ich mach mal so. Also das. Dann habe ich hier von Pearl, ist das irgendwas? Hier steht 12 Transferfolien. Muss ich mal gucken, wie viel das sind. Das habe ich mitgenommen. Und dann habe ich hier 20 Laserfolien. Das habe ich auch mitgenommen. Da habe ich jetzt zusammen 1 Euro für bezahlt. Da war ich eigentlich ganz happy. Weil es sah erst so aus, als ob er die Sachen verschenkt. Weil da haben sich ganz viele Leute einfach Sachen eingesteckt. Und da war ich so ein bisschen genervt. So, ich habe zum Beispiel bei ihr diese kleinen süßen
Highlighter mitgenommen. Einmal in Pastell und einmal so. Zu je 2 Euro. Dann habe ich für 2,50 € diese Refills mitgenommen, also zum Nachfüllen in Türkis. Dann habe ich 3 Radiergummis gekauft, zu je 1 Euro. Dann habe ich diese hier gekauft, einmal das mit dem Bären und das mit dem Koala, je 1,50 €. Und dann habe ich, das sind aber die, die ihr schon kennt, einfach nochmal, ich glaube, es sind jetzt 6, 8, 12, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 17 gemischte Stifte. Da hat sich der Erik nochmal 5 Stück ausgesucht, also mein Sohn. Und den Rest habe ich, falls nochmal jemand welche braucht oder wir brauchen sie welche zum Geburtstag zum Verschenken. Mensch, was für ein Deutsch. So, ja, aber ich habe jetzt alles. So, jetzt bin ich wirklich durch. Nein, ach Quatsch, die Gratistüte. Die Sachen, die wir so gesehen geschenkt bekommen haben, beziehungsweise die wir, also das war ja auch geschenkt, die wir, ja, einfach die es zum Schluss nachher umsonst gab. Und zwar, also zum Schluss nicht, aber ich war bei einem Händler, der hatte einen Stand und da lag diese Box. Und ich so, ach, wie cool ist das denn? Ich sage, habe sie umgedreht, habe die Farbe gesehen. Ich sage, ist sie denn auch rosa? Ja, die kann ich geschenkt haben. Ich sage, ist sie ernst? Weil mein Sohn war dabei, sage ich, ja, die würde ich gerne nehmen. Die war noch zugeklebt. Ich musste reingucken, ob es wirklich eine in rosa ist, aber sie ist halt rosa. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Auf alle Fälle dachte ich so, ach, wie cool. Und habe im Internet mal recherchiert, was sie kostet. Ich habe mich auf alle Fälle sehr, sehr drüber gefreut, weil er hatte sonst Elektrosachen. Und hat halt gesagt, nee, seine Frau hat das eingepackt. Er kann damit nichts anfangen. Er würde, ja, er hat mir uns die geschenkt. Dann dachte ich, das ist sehr, sehr lieb von ihm. Ja, dann hatte ich ihn noch gefragt nach einer Speicherkarte. Hat er leider nicht gehabt. Und daher, ja, haben wir die geschenkt bekommen. Ich habe sie aufgemacht und sie ist echt noch, entschuldigt, original verpackt. Ich habe ja schon mal eine gekriegt, auch von Jason, mit den Löwen vorne drauf. Die hatte der Zwerg heute mit in der Schule. Auf alle Fälle ist die noch ein bisschen, also kleiner hier. Ach, das kann man sogar rausnehmen. Ach, dann ist das das Gleiche. Von der Größe her, so hat er das jetzt. Und das könnte noch rein. Ach, wie cool. Ja, das habe ich gar nicht so. Ja, aber sie ist halt rosa. Jetzt muss ich mal fragen, ob er sie trotzdem haben will. Wenn nicht, hätte ich jemanden und ich glaube, die freut sich. Dann kriegt sie die nämlich zur Einschulung. Ja, auf alle Fälle wunderschön. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Was ist das? Da, das Schildchen. Das gab es geschenkt. Dann an dem Stand, wo wir die Hello Kitty Sachen her haben, der hat uns diese hässliche Kuh geschenkt. Aber ja, der Zwerg wollte sie mitnehmen, also hat er sie mitgenommen. Und dann haben wir Quizspiele für unterwegs. Ein, der ist ein bisschen angeknittert, ein Rätsel-Kids-Buch. Das ist noch unbenutzt. Das habe ich gefunden, also mitgenommen. Dann habe ich hier solche Anhänger. Dann habe ich eine Handyhülle. Die fand ich sehr witzig. Da ist auch noch ein Schild dran. Ne? Hier. Ein paar Karten. Eine Geschenktüte. Da will ich mal gucken, ob ich die schön sauber kriege. Eine Brille. Die fand ich sehr witzig von den Gläsern her. Da war hoch eine Verpackung mit dazu. Die muss ich auch nochmal sauber machen. Dann habe ich hier so ein komisches Füllmaterial. Hier steht Weihnachtsengelshaar, aber für mich ist es ein Füllmaterial. Dann habe ich Bodentüten gefunden. Die werde ich zum Verpacken nehmen. Muss ich gucken, ob die nicht zerfallen. Weil ich glaube, die sind ein bisschen älter. Und dann habe ich noch drei, ach nee, ein bisschen mehr wartet. Drei Bücher gefunden. Einmal diese. Einmal Hexe Lilli. Das fand ich auch cool.
Guck mal, für umsonst. Und wer kann reiten? Mit Inseln kann. Huch. Ab 9 Jahre. Auf alle Fälle das. Und dann habe ich ohne. Ach, da hinten stehen. Da stehen noch Nachrichten drauf, aber mir ging es darum. Didelkarten gefunden. Voll cool, ich habe Didelkarten gefunden. Und zwei Telefonkarten. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie rausfinden kann, ob da regulär noch was drauf ist, ob es noch eine Telefonzelle gibt. Aber das fand ich cool, aber es sind eh D-Mark-Karten. Aber fand ich cool. Weiß nicht, wer die früher auch gesammelt hat. Mega. So, jetzt habe ich aber alles gezeigt. Jetzt bin ich fertig. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich glaube, ich teile das auch oder es lasse geteilt, weil das ist jetzt auch ein bisschen länger, das Video. Dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten. Tschüss, ihr Lieben.